Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte heute einen Adventskalender auspacken. Ihr seht ihn hier schon. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Adventskalender eher geöffnet als erlaubt. Und ich dachte mir, ich will auch unbedingt meinen Adventskalender komplett, also von 1 bis 24 öffnen, vor dem Dezember. Und ja, ich war gerade einkaufen und ich habe mir den von DM, den Essence Adventskalender mitgenommen. Den fand ich eigentlich jetzt erstmal so vom ersten Anblick her ganz süß. Der hat auch einen Special Effekt und zwar hat der so auffaltbare Türen. Wahrscheinlich damit man den aufstellen kann und er nicht umfällt. Meine Theorie. Und vor allem, da beobachtet mich, da beobachtet mich einer durchs Fenster. Hallo Nachbar. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, hier sind auch Türchen drin, falls man die sucht. Also wäre es mir das jetzt nicht beim Aufklappen sofort aufgefallen, würde ich mich wahrscheinlich dann am entsprechenden Tag ganz blöd suchen. Also man könnte es vielleicht ein bisschen auffälliger gestalten. Ich weiß nicht, ob ihr seht, hier ist eine 23 in einem Fenster. Genau, und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Ich bin super motiviert, ich habe richtig Lust da drauf. Mal sehen, ob der Nachbar jetzt die ganze Zeit zuguckt. Dann weiß er auch, was hier schon drin ist. So. Wir müssen es nur aufkriegen. In der 1. Ich habe es. Es handelt sich hierbei um ein... ich habe es mir noch gar nicht angeguckt. Um ein mattierendes... Mini-Fixierungspuder, was ich ziemlich cool finde, dadurch, dass es ja, weiß ist, beziehungsweise farblos, was auch immer, ist es individuell, also kann das eigentlich jeder verwenden. In der 2. Die 2 ist ein bisschen größer als die 1, wenn mir hier auch nur ein Fingernagel abbricht. So, das, okay, Moment, ich zeige euch das mal eben. Das hier in der 2 ist verkehrt und drinnen. Weshalb auch immer, aber das finde ich nicht schön. Das andere war richtig rum drin. Eine kleine, ich würde jetzt mal sagen, Geschenkverpackung mit was auch immer Mini-Lipsticks sind. Aha, jetzt wissen wir, was Mini-Lipsticks sind. Das hier sind Mini-Lipsticks in 2 verschiedenen Farben. Ich möchte die jetzt eigentlich ungern testen, weil ich die eigentlich verschenken möchte, weil ich die irgendwie süß finde und selbst dafür keine Verwendung habe. Also, sie sind auf jeden Fall richtig süß optisch. Kann man nichts gegen sagen. Die Verpackung ist eine Pappschachtel, meinetwegen. Wo sind die 3? Das ist jetzt gerade nicht wahr. Ich bin jetzt nicht bei der 3 schon zu blöd. Hier, ich habe die 3 gefunden. Die ist hier oben in der Mitte. Und es handelt sich hierbei um eine... oh nein. Okay. Könnt ihr das sehen? Es ist winzig. Oh mein Gott, es ist... Nein. Also, es ist einfach übelst süß, weil es so klein ist. Es ist eine Mini-Augenbrauen... Wie heißt das? Pinzette. Mit... Ich versuch's nochmal, dass sich das scharf stellt. Mit kleinen Pinguinen drauf. Die Pinguine sind gruselig. Aber die Tatsache, dass es einfach eine Pinzette ist, die genauso groß ist wie mein kleiner Finger. Nee, nicht mal. Das ist ja schon süß. 4... und haben hier weihnachtliche Nagelsticker. Also, ich habe sowas noch nie benutzt, noch nie irgendwie cool gefunden oder mich dafür begeistern können. Ich habe seit 2017 Gelnägel, dementsprechend habe ich seitdem mir nicht einmal mehr die Fingernägel selbst lackiert und sowas benutzen können. Aber vorher habe ich das auch nie benutzt. Also die will ich auf jeden Fall verschenken. Das ist halt auch so eine Sache. Also ich kenne irgendwie auch... Ich kenne niemanden, der sowas benutzt. Ich hoffe, dass die Person, der ich das schenke, sich da trotzdem drüber freut und das dann benutzen wird. Aber wisst ihr, wie ich meine? Also ich kenne irgendwie niemanden, der sowas benutzt. Ich weiß nicht, ob das nicht schon ein bisschen der Trend vorbei ist, wer weiß. So, die 5 haben wir auch gleich hier. Das ist jetzt eine gute Frage, was die 5 ist. Das habe ich auf jeden Fall angeguckt. Es sind Geschenkanhänger. Die sind aber verdammt gruselig. Also,
Ich finde das sehr gruselig, wie das Vieh guckt. Und werde das auf jeden Fall nicht an irgendwelche Geschenke ranmachen. Ich dachte allerdings, ich habe hier hinten nicht drauf gelesen oder irgendwas. Ich dachte allerdings, es ist ein Kosmetik-Adventskalender. Deswegen habe ich nicht mit sowas gerechnet. So, die Nummer 6, Nikolaus, hier oben und ist ziemlich groß. Es handelt sich hier bei um einen Pinsel. Der ist eigentlich ganz süß, auch so. Mit diesem Streifenmuster hier. Diese vier hier hinten hätten sie weglassen können. Was ich ziemlich cool finde, auch bei der Pinzette, dass es jeweils einzeln in so einer Verpackung ist und nicht nur in so einer Verpackung wie halt die hier, dass du dann die Verpackung wegwirfst, sondern so wie so eine kleine, naja, eigene Verpackung, wo man es danach auch wieder reintun kann. Den finde ich eigentlich ganz süß. Ich kann den ja mal rausholen und mal fühlen, wie der sich anfühlt. Oh, der ist richtig schön weich. Also er ist sehr weich. Wie gut man damit jetzt Lidschatten auftragen kann, kann ich nicht beurteilen, weil ich, wie gesagt, keinen Lidschatten benutze. Und wenn, dann den mit den Fingern auftrage. 7, habe ich vorhin schon mal gesehen, dass ich 3 gesucht habe. Die Nummer 7. Handelt es sich um einen Kajalstift? 8. Muss ich hier mal gucken, nicht, dass ich mit den offenen Türen irgendwas verdecke. Aber normalerweise, wenn man Adventskalender öffnet, dann öffnet man den ja nicht mit so Blick von der Seite. Es ist eine Handcreme mit einem sehr gruseligen Schwan drauf. Ihr seht meine Hände, wenn ich das immer zeige, meine Hände sind ziemlich trocken. Ich benutze halt fast keine Handcreme. Die wird jetzt wahrscheinlich verschlossen. Nein, sie ist nicht verschlossen, okay. Naja, sie riecht halt wie eine Handcreme. Also, wenn ich meine Hände eincreme, dann nicht mit so einer Handcreme, sondern mit irgendwas anderem. Ich finde die sehr gruselig und hab dafür keine Verwendung. Ich habe mit sowas gerechnet, weil das so ein Standardding ist. Ja, hätte man weglassen können. Man braucht nicht in jedem Kosmetik-Adventskalender eine Handcreme. Die Nummer 9 ist ein Metallic-Nagellack. Sehr wenig. Und da ist wieder dieses komische Schwanentier drauf. Der Farbton ist überhaupt nicht meins. Bei der 10. Au! Nummer 10 soll nicht rausgehen. Ich glaube, ich hole mir wirklich gleich eine Gabel. Bei der Nummer 10 handelt sich es sich um Mascara. Geht genauso schwer auf wie raus. Aua. Ja, die hat eine ziemlich große Bürste. Ich verwende allerdings seit längerer Zeit, wenn ich Mascara benutze, nur welches mit einer anderen Bürste. Aber im Endeffekt, also ich weiß noch nicht, ob ich die verschenke oder aufhebe. Aber es kann sein, dass meine Mascara schon seit 3 Tagen vertrocknet ist, weil ich die so selten benutze zurzeit. Ist okay, ist so ein Standardding, habe ich jetzt auch mit gerechnet. Aber ich habe allerdings mit was qualitativ Minderwertigerem gerechnet. Die Nummer 11 hätten sie sich sparen können. Die Weme bricht jetzt wirklich hier was ab. Die Nummer 11 ist ein ungefähr wahrscheinlich in der Produktion 5 Cent teures Armband. Die Nummer 12 ist ein farbverändernder Lippenpflegestift. Der ist jetzt. Das sieht echt ekelhaft aus. Orange. Der die Lippen in einem frischen Pink einfärbt. Er riecht ganz gut. Meine Schwester hat so einen. Der ist grün. Und dann macht sie den auf die Lippen. Und so, du wartest so eine halbe Minute. Und dann sind die Lippen einfach wirklich hellrosa. Und ich denke mal, dass das genau so was ist. Die Nummer 13 befindet sich hier in dieser einen Ausklapptür. Bevor ich euch das zeige, weil ich mich die ganze Zeit schon gefragt habe, was denken meine Nachbarn, wenn die nachher unten in der Mülltonne einen ausgepackten Adventskalender finden. Okay, ja, die Nummer 13 sind solche Gesichtsdingsbums da, Aufkleber, Juwelen, Steine, was auch immer. Ich finde die Idee ja ganz süß. Ist natürlich eine Frage, für was für einen Anlass man das macht, aber wenn man das nur für ein Fotoshooting macht, ist das, glaube ich, eine ziemlich coole Sache. Und also jetzt mal abgesehen von dem hier oben, die zwei da würde ich in irgendeinem passenden Look integriert auf jeden Fall auch mal verwenden für ein Fotoshooting oder was.
Also es gibt schon jetzt Schlimmeres. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte mir sowas wahrscheinlich nie selber gekauft. Die Nummer 14 ist ein Spitzer. Das ist auch wieder so ein Standardding für, naja, kleine und große Schminkstifte. Also, ich frage mich gerade, wie man den ausleert. Aha, so. Also es wird zum einen wahrscheinlich nicht lange halten, dieser Mechanismus, dass da dann auch nichts so rausfällt. Zum anderen finde ich den jetzt ziemlich hässlich. Das ist so mit so einem Glitzer-Look, was auch immer, Glitzerplastik. Ja, nee. Hätten sie weglassen können. Ein Topcoat, also ein, na, ein Überlack, also ein durchsichtiger Nagellack. Wahrscheinlich, um die über diese Nagelsticker das dann drüber zu machen. Wie soll ich das denn hier rauskriegen? Ich hole mir jetzt wirklich eine Gabel oder sowas. Gabel. Na, also, den Adventskalender sollte man am besten immer in Verbindung mit einer Gabel irgendwo aufstellen. Die Nummer 16 ist ein Augenbrauen-Styling-Set. Enthält drei verschiedene Augenbrauen-Schablonen. Das finde ich geil. Ach so, man kann das auch öffnen. Hier unten sind die Schablonen. Das mit den Schablonen finde ich richtig gut. Was noch? Zwei Puder für die Augenbrauen und ein Pinsel. Der Pinsel, das sehe ich schon, ohne den rauszuholen, dass der nicht das machen wird, was er verspricht. Das ist einfach nur so mit so Plastikbürsten. Und die Augenbrauenpuder finde ich jetzt zwei relativ gräuliche Töne. Da hätte man ein bisschen was Natürlicheres vielleicht nehmen können. Aber die Schablonen finde ich geil. Nummer 17 zählt unter der in die Kategorie von das hier. Und zwar sind das Haarbänder. Und zwar auch solche, die man auf vorne auf der Zeitschrift gratis mit dazu kriegen konnte. Nummer 18 brauche ich eine Gabe. Die Nummer 18 ist ein. Oha, wie cool ist das denn bitte? Also, ich bin ja wirklich nicht so der Typ für sowas. Zumindest nicht für den Alltag. Aber die Sache an sich ist das ziemlich cool. Und zwar ist es so ein Glitzer für die Lippen. Also ein Glitter-Lip-Topper. Was zur Hölle ist das denn bitte? Das ist ein Make-up-Entferner-Tuch im Zuckerstangen-Design. Steht wortwörtlich so hinten drauf. Ist eine umweltbewusste Alternative. Waschbar, wiederverwendbar. Mit warmem Wasser befeuchten, sanft über die Haut und Augen, bla, Waschmaschine. Das ist wirklich, oh, das ist echt weich und das ist verdammt süß. Man darf es bei 40 Grad waschen, es darf enttrocknen, nicht bügeln, nicht, ich kann die anderen Wäschesymbole nicht lesen. Also das ist ja wirklich süß. Und das, oh, das ist so ein kleiner, süßer Mikrofaserlappen, also damit kann man auch was putzen oder so, wenn man das nicht. Also das ist ja wirklich süß. Und vor allem ist es ja auch mal ganz nett, dass die an die Umwelt gedacht haben und das Tuch in Plastik verpackt. Aber trotzdem, also es ist schon ganz süß. Nagellack, wieder so ein kleiner mit einem Reh diesmal, was ich auch ein bisschen gruselig finde. Die Farbe kommt jetzt in der Kamera nicht so rüber. In der Realität ist die Farbe nie, bei weitem nicht so orangestichig, wie die jetzt in der Kamera für mich hier aussieht. Ich finde die eigentlich ganz süß und werde die behalten, weil ich solche Farbtöne eigentlich mag. Das ist ein Buch. Ein Buch, was ich nur mit Hilfe einer Gabel hier rauskriege. Ich will sie auch nicht kaputt machen. Draußen steht jetzt drauf, es ist ein Notizbuch. Die Größe könnt ihr jetzt sehen. Ich schaue. Ach du Scheiße, es ist wirklich ein Notizbuch. Sowas brauchen wir wieder nicht. Und hier sind zwischendrin so ein paar Seiten bedruckt mit Standard-Kalendersprüchen. Da darf ich mich aber nicht beschweren. Sowas hängt auch über meinem Bett aktuell. Aber jederzeit umdekorierbar. Ein Wunsch am Tag. Also muss ich jeden Tag deinen Wunsch eintragen. Dann trage ich heute ein, dass ich mir einen neuen Toaster wünsche. Nein, überhaupt einen Toaster. Ich besitze ja. Wieso nehme ich mir jetzt die Gabel? Ich besitze nämlich nach wie vor keinen Toaster. Mini-Highlighter-Stick. Okay, damit kann ich gerade nicht ganz so viel anfangen. Deswegen muss ich. Ah, okay. Doch, kann ich schon. Finde ich jetzt nicht so schlecht.
Die Frage ist, ob die Kappe gut hoch, ob, ja, ob die Kappe gut halten wird. Weiß nicht, ob ich das brauche, aber ich finde es jetzt nicht so schlecht. Jetzt kann ich ja im Prinzip auch wirklich alles kaputt machen. Ich sag's auch noch. Huch. Die Nummer. Okay. Also, darüber lässt sich jetzt streiten. Das sind solche goldenen Tattoos. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die das schrecklich finden. Ich bin 21 Jahre alt und ich stehe nach wie vor auf so eine Scheiße, obwohl ich sogar ja wirklich tätowiert bin und sowas. Also nicht unbedingt zwangsweise so, das hat doch einen Namen, temporäre Tattoos brauche. Ich bin aber einfach nicht ganz sauber und finde sowas ziemlich cool. Damit kann man mich begeistern, ich freue mich da gerade ganz schön drüber. Aber wie gesagt, ich bin da, glaube ich, kein Maßstab. Jetzt öffnen wir jetzt noch die 24. Ich wundere mich, dass mein Kamera-Akku durchgehalten hat. Mini Highlighter Brush, also Pinsel. Ich packe den mal aus, weil die Verpackung ist eh nicht schön. Was ich jetzt schon mal positiv anmerken kann, ist, dass in dem Stiel hier so Glitzer drin ist. Und mit sowas kann man mich gleich auch begeistern. Der Pinsel hier vorne fühlt sich jetzt okay an, aber jetzt nicht sonst wie gut. Aber einfach für die Optik kriegt das Ding, Also wäre das hier nicht da drin in dem Stiel, hätte ich gesagt, es ist eine Scheiße und vor allem eine Scheiß 24. Aber dadurch, dass es wenigstens ganz süß gemacht ist und ich mich damit beschäftigen kann, wenn mir langweilig ist, ist es okay. Was kann ich abschließend als Fazit sagen? Also für 22,95 Euro oder was auch immer, nee, steht nicht mehr drauf, ist es okay. Ein Drittel davon kann ich nicht gebrauchen, definitiv nicht. Ein Drittel würde ich benutzen, weil es da ist. Und ein Drittel finde ich ziemlich cool. Es sind Standardsachen bei, sowas wie das oder das oder das oder das. Aber dafür ist es schon okay. Ich habe jetzt mit mehr Standardkram gerechnet und ich bin froh, dass keine einzige Lidschattenpalette dabei ist, womit man eigentlich sonst total rechnen muss. Hinten ist alles auch nochmal abgebildet. Ich finde es okay, also gut. Und ich denke, ich hätte mich damit 13, 14 auf jeden Fall drüber gefreut. Und ja, worüber ich mich aber jetzt mit 21 freue, ist, dass ich jetzt gerade, heute ist November, ist gerade erst November, dass ich mit 21 einen Adventskalender geöffnet habe, komplett, bevor Dezember ist. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, ob ihr den Adventskalender jemandem verschenken werdet, wollt oder lieber nicht. Ich werde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich verlinke das letzte wie immer unten drunter. Ich verlinke Instagram unten drunter und dann bis zum nächsten Video.